Moin und willkommen zu Jotun Slayer Hordes of Hell. Das Ganze befindet sich aktuell noch in der Demo. Also die Vollversion oder auch eine Early Access. Ich weiß gar nicht, ob es gleich als Vollversion rauskommen wird. Gibt es eben noch nicht. Aber ist auf jeden Fall auch ein Auto-Battle-Horde-Spiel, was man im Blick behalten sollte. Und ich zeige mal eben, warum. Ich wähle mal eine der zwei Klassen aus. Ich entscheide mich mal hier für die hier. Und mit der Waffe und auch den Startort sozusagen. Das erste Level. Weitere sind übrigens auch gar nicht freigeschaltet. Und auf den normalen Schwierigkeitsgrad. Und da gehen wir einfach mal direkt rein. So, wie sieht das Ganze aus? Wir können per Klick der linken Maustaste können wir auch selber entscheiden, wie man angegriffen wird. Tun wir das nicht, sucht er sich das Ziel eben alleine. So, dann wählen wir mal nicht das. Na gut. Wir drücken dann eben Tor um und zu. Na komm. Das Besondere an dem Game hier ist, dass man Objectives erfüllen muss, um quasi das Spiel abschließen zu können. Die Folgen aktuell der Plan Reihenfolge ist immer identisch. Der Ort, wo sie auftauchen, der variiert ein wenig. Oder die variieren ein wenig. Die Charaktere spielen sich sehr unterschiedlich. Also hier die Hexe zum Beispiel. Man sieht, die ist eben auf Fernkampf ausgelegt. Hat per se eigentlich keine Lebensgeneration. Wenn man das über Meta-Progression freischaltet. Hat aber dafür bis zu 3 Schilde. Bevor sie das Schaden nimmt. Also sie hat aktuell einen verfügbar. Und quasi in dem Symbol über den Kopf. Das kann sich auch bis zu 3 eben aufladen. Und erst wenn die Schilde weg sind, wird Schaden bekommen. Jetzt hat sie 2. Also der Schatzgoblin von Diablo. Ein Schild kann man natürlich aufwerten. Zum einen, dass er schneller auflädt, zum anderen, dass der eventuell Gegner wegstößt, länger hält, Schaden macht, weiß ich jetzt gar nicht.
sondern ist in der Demo noch der Barbar spielbar. Und der hat natürlich auch schon mal eine Lebensregeneration, ist aber eben nur im Nahkampf. Arbeitet mit dem Kampfsystem, wie man es kennt. Und wird von anderen Virtuosen, nennen die sich hier, unterstützt. Da würde es hier natürlich nicht geben, die ich dann ausgewählt habe. Die ist explizit für diesen Charakter. Weg. Collecting range. Unterkasse wählen. Das habe ich jetzt gerade mal gemacht, natürlich zu schnell gekriegt. Das hat der Barbar, soweit ich weiß, nicht. Das ist zumindest nicht in der Demo. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Was man einsammelt, braucht man eben auch für Metaprogression. Ich habe die Geschwindigkeit gesucht, aber ich weiß gar nicht, wer von den drei Virtuosen mir das ermöglicht. Objective kommt in 40 Sekunden. Dann müssen wir nochmal ausharren. Schade.
Fluch. Genau dann einer der Intel-Gegner. Mehr Erfahrungspunkte. Zauber.
der mich da unterstützt. Die da oben abläuft, ist die Zeit, die man hat, um den Boss zu beschwören. Wenn man ihn erstmal beschworen hat. Und ja, ich sag mal, unendlich Zeit, ihn zu besiegen. Wir machen den hier voll nochmal. Das war das erste Standard-Level. Man kann eben die Virtuosen oder Götter aufwerten. Das ist eben der, der hier explizit für den Barbaren ist. Und genau, die Münzen, die man eben eingesammelt hat, die kann man hier unten ausgeben. Und dann steht da eben auch immer, für wen es ist. Hier zum Beispiel nur mit dem Berserker. Und ich meine, die beiden hier sind immer für alle. Genau. Ja, kann man da aufwerten. Man kann tatsächlich auch, wenn man jetzt beispielsweise noch bei ihm reingeht, da kann man es auch schon machen. Da kann man sich auch andere Waffen freischalten. Ne? So wie hier zum Beispiel kann ich mir eine andere Axt freischalten. Die erste hat eine Chance auf kritischen Angriff von 5%. Die hat eine Chance, den Gegner zu stunnen. Genau, und auch die Q-Fähigkeit, die ändert sich halt auch. Kann man bei ihm schon nutzen. Zumindest zwei der Äxte. Man kann bei ihm auch schon einen weiteren Skin sich einfach nehmen. Das geht bei mir hier nicht. Da ist halt alles gesperrt. Genau, es wird weitere Helden geben, wie man hier sehen kann. Jo. So viel zu einem ersten Eindruck für Jotun Slayer Horns of Hell. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet, ob ihr euch das auch holen werdet. Also ich habe es auf jeden Fall auf der Wishlist. Und genau, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, also Autobattler und Co., lasst entsprechend auch gerne ein Like da. Oder schreibt es eben auch in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen.
Und dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.